Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Stream. Worüber sprechen wir heute? Wir fangen heute eigentlich bei Null an. Wir sprechen über die Basics des Kochprozesses. Wir können erstmal mit der Lebensmittelauswahl starten. Da gibt es nämlich auch einige Sachen zu beachten. Damit fängt ja alles und also klar, wenn man keinen Topf hat, auch schwierig, aber wenn man keine Lebensmittel hat, auch schwierig. Grundsätzlich immer, wenn ihr als Kochanfänger seid, könnt ihr euch erstmal überlegen, wie möchte ich meinen Teller zusammenstellen. Empfehlung von mir dafür ist auf jeden Fall, dass du eine Kohlenhydratkomponente hast, sag ich mal, wie Reis oder Kartoffeln oder Nudeln oder Quinoa, dass du eine Proteinquelle hast, also sowas wie, wir haben jetzt zum Beispiel heute bei unserem Rezept den Parmesan ausgewählt. Ansonsten, genau, Eier sind noch eine gute Proteinquelle. Du kannst natürlich auch ganz easy eine andere Proteinquelle wie zum Beispiel Tofu oder Tempeh nehmen. Kichererbsen. Alles. Also du kannst Fleisch nehmen, wenn du kein Vegetarier oder Veganer bist. Da gibt es unzählige Optionen. Und dann noch auf gute Fettsäuren achten, also gute Fette sind auch immer wichtig. Wichtig ist natürlich auch immer auf viel Gemüse zu achten. Also, dass ihr bei der Kohlenhydratkomponente nicht nur sagt, ey, ich nehme nur Kartoffeln oder nur Reis, sondern füllt das die Kohlenhydratkomponente auch gerne mit Gemüse. Ich habe jetzt zum Beispiel mir letzte Woche mal wieder einen Blumenkohl gekauft. Ich finde, einen Blumenkohl verarbeitet man ja nie auf einmal. Deswegen habe ich dann nach 2 Tagen gedacht, so, oh, okay, der ist jetzt hier nicht mehr so cremeweiß, wie er beim Kauf aussah. Wie geht man mit Lebensmitteln oder vor allem mit Gemüse um, die vielleicht also nicht mehr so aussehen, wie man dachte, dass sie aussehen sollten? Im Endeffekt ist es schon egal, ob die Zucchini krumm ist oder welche Form die hat, aber es ist halt schon wichtig, dass sie irgendwie keine Druckstellen oder so hat. Vor allen Dingen, wenn ihr, sag ich mal, ungeplant einkaufen geht, zum Beispiel die Zucchini oder der Blumenkohl dann länger im Kühlschrank liegt, dass ihr einfach schon das frischeste, das beste Gemüse oder was anderes auch immer euch aussucht. Darauf könnt ihr auf jeden Fall achten, weil wenn zum Beispiel jetzt die Zucchini Druckstellen hat oder die Weintrauben, die du kaufst oder so, es fängt viel schneller an zu schimmeln. Greta sagt, sie hat ihren Blumenkohl jetzt nur zur Hälfte aufgegessen und sagt dann, boah, aber ich kann Blumenkohl kann ich nicht mehr sehen. Dann kannst du den auf jeden Fall schon mal abkochen und einfrieren. Sowas kann man zum Beispiel auch machen. Selbst abgekocht hält es sich deutlich länger im Kühlschrank, als wenn du es frisch rumliegen lässt. Aber sonst so andere leicht verderbliche Lebensmittel, sowas wie Hack oder so, das sollte schon am dem Tag, wo ihr das kauft, zum Beispiel aufgebraucht werden. Wenn das Lebensmittel jetzt schimmelt und ihr euch denkt, oh, ich wollte aber unbedingt noch eine Blumenkohlsuppe kochen, dann tut es mir wirklich leid, aber bitte verwendet schimmelige Lebensmittel nicht mehr. Versucht es nicht abzuschneiden oder versucht es nicht irgendwie rauszulöffeln. Bitte, das muss weg, weil sich einfach der Schimmelpilz, wenn ihr ihn seht oder wenn ihr ihn sehen könnt, dann ist es schon zu spät. Dann hat er sich schon im ganzen Lebensmittel ausgebreitet. Eigentlich ist es sehr gut, wenn man ihn sieht. Ja, auf jeden Fall. Ist die Gefahr geringer. Viel schlimmer ist, wenn man den noch nicht sieht, das Lebensmittel isst und am nächsten Tag. Stell dir vor, in dem einen Kidneyböhnchen. Ne? Es ist wichtig, um einfach Schimmel vorzubeugen und auch einfach um die größt und längst möglichste Freude an euren Lebensmitteln zu haben, ist, wenn ihr euren Kühlschrank richtig einsortiert. Eigentlich kennt man so einen typischen Aufbau vom Kühlschrank meistens irgendwie auch so unterbewusst. Aber wir lassen uns da jetzt noch mal irgendwie bewusst drüber reden. Also ganz unten Obst, Gemüse, Salate. Darüber kommen Fleisch und Fisch. Darüber kommen Milchprodukte und Eier, wenn ihr möchtet. Und ganz oben im obersten Fach kommen sowas wie Kuchen oder Konfitüre oder halt auch schon Lebensmittel, die ihr gekocht habt, die so übergeblieben sind, die können da auch hin. In der Tür kommen auf jeden Fall offene Saftkartons oder eure offene Milchkartons kommen da hin, ganz unten. Dann in der Mitte könnt ihr so angefangene Soßen, Dips, sowas wie Ketchup, Senf, Mayo. Und ganz oben könnte man zum Beispiel die Butter platzieren. Die könnte man aber auch draußen platzieren. Genau, und ganz wichtig ist auch, dass ihr auf das MHD achtet. Das ist das Mindesthaltbarkeitsdatum und das steht auf allen verpackten Lebensmitteln drauf. Das bedeutet im Endeffekt, dieses Datum, was steht, da steht keine Ahnung, dann
27.03. drauf. Und das ist das Datum, bis wohin der Hersteller garantieren muss, dass das Produkt die gleiche Farbe, die gleiche Konsistenz, den gleichen Geschmack, den gleichen Geruch hat. Das heißt nicht, dass es am 27.03. abläuft. Also es ist nicht, dass ihr dann sagt, oh, heute ist schon der 28. Und tschüss. Das ist es halt nicht. Öffnet bitte einmal die Joghurtpackung, was auch immer. Riecht dran, ihr habt eure eigenen Sensoren, eure eigenen Sinne. Wichtig ist noch, auf Regionalität und Saisonalität zu achten. Das natürlich ist auch noch. Je länger das Lebensmittel irgendwie durch die Gegend gefahren wird, desto länger ist es ja vom Feld, vom was auch immer, vom Baumstrauch gepflückt worden. Und Saisonalität ist sowieso immer wichtig, weil dann und sind auch, die lecker, ne? Ja, und es sind die frischesten Vitamine noch drin. Und die besten, und es ist am gesündesten. Und es ist auch am nachhaltigsten. Also da könnt ihr auch immer noch Vorteile. Ja, sehr, sehr viele Vorteile. Jetzt habe ich hier schon einen Bestandteil der Grundausstattung in der Hand. Was ist denn das Starter-Pack? Genau, das ist das Starter-Pack. Also, wenn ihr sagt, boah, ich habe, keine Ahnung, Bock langsam anfangen mit Kochen. Ich möchte mich nicht mehr so viel von Gott Fertigprodukten ernähren. Ich möchte mich der Leidenschaft des Kochens hingeben. Und die Hemmschwelle vielleicht verringern, weil wenn man jetzt denkt so, genau, mein Gott, brauche ich jetzt als erstes ein Handrührgerät? Nee. Also es sei denn, du willst brauchst jetzt du nicht unbedingt die nächste Backfee werden. Wir haben uns mal Gedanken drüber gemacht und haben uns mal so eine kleine Grundausstattung für Kochanfänger überlegt. Angefangen mit einem Topf auf jeden Fall, mit der auch einen passenden Deckel dazu hat. Genau, mit dem Lochsieb, das hier hat jetzt echt ein paar große Löcher, aber ich würde euch eins empfehlen, was ein bisschen kleiner und feiner ist. Einfach zum Beispiel auch so Sachen, wenn ihr Linsen wäscht oder wenn ihr Reis wäscht, so kleine Sachen halt einfach, dass die dann nicht durchfallen. Eine gute Pfanne, die nicht klebt, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich ein Ei braten möchte und das an der Pfanne festklebt. Die könnt ihr am besten so eine mittlere Größe, damit kann man eigentlich alles machen, dann braucht man auch nur eine Pfanne. Ein gutes Schneidebrett, auch ganz wichtig. Ich kann euch da eins aus Holz empfehlen. Ich finde, Plastik ist immer so, also erst einmal, verfärbt auch, ne? Ja, und dann kommt es wieder auf die Nachhaltigkeit zurück. Genau. Ne? Dann könnt ihr auch noch echt, was ultra wichtig ist, finde ich, in gute Messer investieren. Macht ihr auch misst, Spaß dann, ne? Macht absolut. Echt Spaß. Und Kochen ist auch so viel einfacher mit scharfen Messern als mit stumpfen Messern. Ne? Was ich auch wichtig finde, ist noch eine Küchenwaage. Damit das könnt ist ihr schon sehr hilfreich. Ja, es ist, ja, also man kann auch viel mit einem Messbecher, was auch, finde ich, zur Grundausstattung gehört, abmessen. Aber es ist doch schon deutlich einfacher, vor allen Dingen, wenn ihr backt. Beim Backen kommt es ja schon sehr drauf an, wie genau ihr das nehmt. Das ist ja anders als beim Kochen. Super wichtig, ein Holzlöffel zum Umrühren, den werde ich die Geräte auch gleich in die Hand drücken. Yes. Ansonsten braucht ihr noch einen Pfannenwender, um das gute Ei in der Pfanne umzudrehen, ne? Auch ganz wichtig. Ein Schneebesen zum Verquirlen von Eiern zum Beispiel. Ich mache das hier schon mal direkt. Oder um Sahne aufzuschlagen. Wir haben hier noch eine kleine Raspel dazugelegt, weil zum Beispiel Parmesan damit raspeln, Knoblauch kann man damit auch raspeln. Es ist wichtig, noch eine gute Auflaufform zu haben, also einfach um ganz klassisch Aufläufe machen zu können. Das auch, würde ich sagen, so eine mittlere Variante immer. Immer sicher auf jeden Fall. Ganz zum Schluss auf jeden Fall noch eine Tupperdose. Ich weiß, damit kommen wir nachher noch mal drauf, aber ich finde so Sachen einfach eintuppern und zum Wegpacken und ja, ist es einfach praktisch. Ich hoffe, du hast die vorher gewaschen. Jetzt hier vorher auf jeden Fall. Da kommen wir zum Thema Küchenhygiene. Ja, genau. Küchenhygiene, nicht nur die Hände vorher waschen, auch das Gemüse vorher waschen. Genau, worauf ist schöner Übergang geworden. Beim Thema Küchenhygiene ist es wichtig, euer Gemüse vorher zu waschen und euer Obst, alles was ihr vorher verwendet, haben wir hier auch gemacht. Ne? Also wir sind vorbildlich unterwegs. An dem Gemüse, am Obst können einfach Keime kleben. Leute
fassen Gemüse und Obst auch im Supermarkt an. Legen es wieder weg. Legen es wieder weg, genau. So, das sind halt so Sachen, die irgendwie dazukommen. Und im aller schlimmsten Falle, was natürlich sehr selten passiert, kann man darüber halt eine Lebensmittelinfektion haben. Deswegen ganz wichtig, wascht euer Obst und euer Gemüse, bitte. Außerdem ist es auch noch wichtig, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr möchtet ein Gericht kochen, wo Fleisch mit drin ist, ist es immer wichtig, vorher auf dem, wenn ihr das gleiche Brett benutzt, dass ihr vorher erst das Gemüse und alles irgendwie schneidet, was ihr, was halt kein Fleisch ist, und dann das Brett einmal abwascht und dann erst euer Fleisch darauf schneidet. Das ist ganz wichtig, es geht auch hier halt wieder um die Keime. Überraschung. Jetzt haben wir gerade Olivenöl zum Anbraten genutzt. Du hast eben mir erzählt, über Fett fängt an zu rauchen. Genau. Ihr stellt euch eine Pfanne auf oder auch einen Topf und geht dann vielleicht nochmal für kleine Königstiger oder chillt doch zu lange auf Instagram. Wie auch immer, vergesst es. Und das Fett, was da drin ist, fängt an zu rauchen. Dann müsst ihr bitte das Fett wegschmeißen. Und zwar am besten irgendwie in so eine kleine Schüssel geben oder so, erkalten lassen und dann in Restmüll packen. Wischt die Pfanne einmal aus, das reicht auch vollkommen. Pass auf, bitte verbrennt euch nicht. Und dann nehmt ihr einfach bitte neues Fett. Das ist ansonsten, habe ich Angst um euch. Wir möchten natürlich die teuer erkauften Nährstoffe, die in den Lebensmitteln drin sind, möchten wir nicht verlieren. Das heißt, wir sollten uns eine Garmethode aussuchen, die die meisten Nährstoffe in unseren Lebensmitteln erhält. Und da kann ich euch auf jeden Fall blanchieren oder halt Dampfgaren empfehlen. Beim Dampfgaren packt man in seinen Topf einfach eine ganz kleine Menge Wasser mit ein bisschen Salz, fertig, das reicht. Und da ja zur Grundausstattung eines jeden Kochs ein Sieb gehört, kannst du auch einfach das Sieb dann in den Topf stellen, dein Gemüse hier reinlegen und den Deckel drauf machen. Das ist dein einfach gebauter Dampfgarer. Ganz easy. Oder zum Beispiel halt blanchieren. Beim Blanchieren ist es so, dass du einfach eine Menge an gesalzenem Wasser aufkochst und dein Gemüse dann nur ganz kurz reingibst. Das heißt, für maximal 1,5 bis 2 Minuten maximal. Eigentlich nur einmal reinwerfen und dann rausholen. Einen Aspekt, auf den ich gerne noch eingehen würde, wir haben ja jetzt hier zum Beispiel eine vegane Alternative von Bacon genommen. Grundsätzlich bei Fleisch, weil wir auch Bollo angesprochen haben, ne, hast du mir auch vorher gesagt, das muss man schon richtig dolle anbraten. Ja. Ne? Fleisch und Fisch braucht eine bestimmte Kerntemperatur einfach, um die Keime im Fleisch abzutöten, wenn da denn welche sind. Also so, dass ihr auf der sicheren Seite seid. Guten Appetit, ihr Lieben. Genau, und falls noch was übrig bleibt von eurem Gericht, auch immer ganz einfach. Ihr könnt alles Mögliche eintuppern, wegtuppern. Deswegen gehört irgendwie auch so eine Schale, ob sie jetzt aus Plastik ist oder Glas, ist egal. Zur Grundausstattung, finde ich, von jeder Küche. Wenn ihr fertig seid mit Kochen, einmal schnell kurz danach die Küche aufräumen. Das Essen ist so dann noch so brüllend heiß wahrscheinlich, dass ihr das noch gar nicht essen könnt. Und ihr sitzt mit Hunger davor und denkt so, schnell ein bisschen pusten, schnell ein bisschen abkühlen und dann verbrennt ihr euch so oder so den Gaumen wieder. Nutzt die Zeit, einmal schnell in der Küche, über alles drüber wischen, schnell irgendwie dann in die Spüle oder in den Geschirrspüler packen. Und die Zeit habt ihr so gut genutzt dann im Endeffekt und könnt euch dann an den Esstisch setzen und direkt losessen. Schön, dass ihr auf jeden Fall dabei wart. Mhm. Kommt gerne auf uns zu, falls ihr noch irgendwie Fragen habt. Guckt gerne bei uns auf der Internetseite vorbei, bei unserem Online-Ernährungskurs. Einfache Rezepte, die schnell gehen, die jeder machen kann. Wirklich total easy. Total easy, ja. Genau. Schön, dass ihr da wart. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis nächste Woche. Genau. Wir lassen uns das jetzt mal schmecken, würde ich sagen. Ne? Adios. Bye.